Der ist ein bisschen creepy, der Typ da, ne? Diese Blume. War der nicht mal netter? Der sieht ein bisschen creepy aus, Alter. Der mich fressen will. Guck mal, wie verrückt der ist. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Sackboy A Big Adventure. Ich spiele die Story weiter. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. So Leute, herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Was laber ich eigentlich? Herzlich willkommen auf dem besten Gaming-Kanal der Welt. Herzlich willkommen zurück. Vielleicht sollte ich das nochmal machen. Nee, scheiß drauf. Gut. Wir machen direkt weiter. Das nächste Level ist nur eine Phase. Hat ja jeder schon mal gehabt, wenn das von seinen Eltern gehört hat. Es ist nur eine Phase. Es ist nur eine Phase, Junge. Bruder. Süßi. Oh, hier schon wieder irgendwas mit den Dingern. Ah ja. Wobble. Wobble, wobble. Der ist ein bisschen creepy, der Typ da, ne? Diese Blume. War der nicht mal netter? Der sieht ein bisschen creepy aus, Alter. Als ob der mich fressen will. Guck mal, wie verrückt der ist. Hui! 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 Das ist ja ein Gegner. Ein Gegner, sag ich schon. Das ist ja ein Boss. Vielleicht sollte ich einfach mal den hier machen. Uiuiui, da bin ich auch direkt. Oh, guck mal, da ich einen Aufkleber vergessen. Nein! Ich dachte jetzt echt, das ist ein Boss oder so. Jetzt habe ich den doppelten Punkte, das doppelte Punkte-Ding vergessen. Ja, krass. Muss ich hier die ganze Zeit rollen oder was? Rollen und nicht rollen. So, weiter geht's. Safe haben wir erreicht. Wo geht's denn hier weiter? Achso. Achso, jetzt gibt er den Weg vor. Sehr interessant. Das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Dass sozusagen ich derjenige bin. Ui. Alter, da erschrecke ich mich ja auch manchmal. Da gibt es richtig Punkte. Sind wir schon durch? Wir sind schon durch, Alter. Und die Punkte habe ich nicht mehr bekommen, ey. Ich glaube, ich habe nicht alles eingesammelt. War ein relativ kurzes Level. Ging relativ fix. Also punktemäßig weiß ich nicht, ob ich es geschafft habe. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Nee, 4000 brauchst du. Ja, ich habe den anderen Multiplikator, habe ich nicht. Ne? Aber trotzdem gutes Level. War nicht schlecht. So, schönes Foto gemacht. Hippie. Yeah, yeah, yeah. Achso, der hat diese Pokale mal in der Hand, ne? Achso. Und ich bin nicht gestorben. Das ist natürlich auch gut. Ne? Kann man mal machen. Und wir haben natürlich auch gleich die nächsten Level freigeschalten. Da das ein relativ kurzes Level war, würde ich mal sagen. Ach ja, Aufkleber gibt es auch noch, weil ich alle Bubble habe. Und damit haben wir, glaube ich, auch die 200 geknackt, ne? Kann das sein? Ja, wir haben die 200 damit geknackt. Sehr gut. So. Kommt dann das nächste. Und da das Level relativ kurz war, würde ich mal sagen, wir machen noch eine Strickritterprüfung. Das sind die hier. Das sind diese Parkour-Dinger. Ne? Diese Prüfungsdinger. Und dann nehmen wir natürlich das nächste, Nummer 8, weil das haben wir noch nicht gemacht. 15 gibt es insgesamt an der Zahl. Wir nehmen Nummer 8. Gucken uns das mal an. Ja. 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 Und dann gucken wir mal. Immer wieder was Neues. 40 Sekunden. 40 Sekunden. Aber das ist alles nur eine Übungssache, Leute. Ich sag's euch. Ja. Das ist auch eine Übungssache hier.
Die hab ich ja. Oh Gott, ich bin schon tot. So, let's go. Noch ein Versuch. Mein Gott, freue ich mich schon, das Video zu schneiden. Da denkst du mal, du kannst mal einfach da durchjumpen. So wie bei den anderen Prüfungen. Nö. Nö. Okay. Mach schon. So, ich hänge mich mal gleich wieder ran hier an den. Zack, zack, zack. Jetzt haben sie mich erwischt, Alter. So, jetzt habe ich Silber. Und da ist das Ziel. Das war ganz knapp. Aber ich habe jetzt, glaube ich, relativ lange gebraucht dafür. Puh. Also, das hat es in sich. 40 Sekunden für Gold ist auf jeden Fall möglich. Es gibt noch zwei weitere Uhren, beziehungsweise drei, wenn du die holst. Mit einem kleinen Abstecher. Dann geht das. Okay, ich bleib mal so stehen. 9. schnellste Zeit. Ja, ist auch die einzige Zeit. Ich bin, glaube ich, 50 mal so viel. 20 mal gescheitert. Aber das war echt hart. Ich würde auch gern noch mal solche Prüfungen machen. Ja, dann mach doch. Meine Silbertage liegen hinter mir. Nervt mich komplett, die Alte, ey. Hä, ist das eine da? Habe ich das noch nicht geholt? Sieht so aus, ne? Gut. Dann haben wir ja die restliche Zeit gut gefüllt mit dem. Und in der nächsten Folge, Leute, geht's dann weiter mit dem nächsten Level. Also wieder einschalten. So, Leute, dann würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne beim nächsten Mal, wo es dann genau hier weitergeht. Falls ihr mich mal live erleben wollt, könnt ihr gerne mal auf twitch.tv/trinox vorbeischauen. Lasst da einfach ein Follow und wenn ich nächstes Mal online komme, bekommt ihr eine Benachrichtigung über die App. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar. Das ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.